Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Inke Jochims mit dem dritten Video zum Thema Narzissmus, Charme und Fries, Teil 3. Narzisstische Eltern und 9 typische Sätze, die sie zu ihren Kindern sagen. In diesem Video, wie man sich erfolgreich wehrt. Nun zu dem, was narzisstische Eltern wollen, wie dargestellt, wirklich wollen und was sie faktisch sagen. Ich sagte, narzisstische Eltern kontrollieren ihre Kinder mit Hilfe von Scham. Sie tun das in einem Ausmaß, der das Selbstwertgefühl und die Selbstachtung des Kindes unter Umständen vollständig zerstört. In diesem Video möchte ich zeigen, was die emotionale Dynamik ist, die zu diesem Wunsch nach Zerstörung, der natürlich häufig unbewusst ist, führt. Alle menschlichen Beziehungen, ohne eine einzige Ausnahme, auch die zwischen Eltern und Kindern, basieren auf einem Kontinuum zwischen Machtlosigkeit und Scham auf der einen Seite und Grandiosität und Stolz auf der anderen Seite. Was bedeutet das? Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr schon mal ein kleines Kind gesehen habt, das zum ersten Mal laufen kann. Es ist unglaublich stolz. Es hat eine unglaublich glückliche innere Stimme. Juhu, ich kann das. Ich möchte von meiner Mutter jetzt gesehen, anerkannt und gelobt werden. Es guckt zur Mutter und sagt, Mami, ich kann das schon. Menschen haben ohne eine Ausnahme einen Part in sich, in dem wir alle grandios sind. Grandios heißt, wir wollen herausstechen. Es gibt den Teil in uns, der sich entwickeln möchte, der gedeihen möchte, der auch gesehen werden möchte, der bewundert werden möchte. Und der auch Macht haben möchte, der mehr erreichen, mehr sein will als andere. Kinder wollen fast ohne eine Ausnahme das Lieblingskind ihrer Eltern sein. Zu der Grandiosität gehört auch der Gedanke, es ist alles möglich, ich kann alles haben und nur mein Wille zählt. Wer kennt die Terrible Twos? Wenn die Kinder bemerken zum ersten Mal, dass nicht nur ihr Wille zählt, dann kommt es zu diesen völlig frustrierten, schreienden Wutanfällen von 2- bis 3-Jährigen, die ihren Willen nicht so durchsetzen, wie ihre innere Grandiosität es ihnen vorschreibt. Das heißt, der Pol der Grandiosität ist entwicklungsgeschichtlich zuerst da und wir brauchen ihn, um die schwierigen ersten Entwicklungsaufgaben meistern zu können. Im guten Falle haben sie eine Mutter, die sagt, ja toll, du konntest heute zum ersten Mal alleine essen. Die glückliche innere Stimme des Kindes fördert, ermutigt, das Kind kann laufen, Mensch toll, du bist ganz klasse, du kannst laufen. Das Kind klettert die Rutsche hoch, super, du kannst die Rutsche hochklettern und so weiter. Das Kind bekommt also ein sattes Polster an Zuwendung, an positiver Bestätigung. Der Psychoanalytiker Winnicott hat das mal den Glanz in den Augen der Mutter genannt. Aber es ist nicht nur der Glanz in den Augen, es ist auch die Prosodie der Stimme. Die Mutter lobt und ist wirklich mit dem Kind zusammen glücklich, dass das Kind seine Entwicklungsaufgaben meistert. Wir sind aber ab einem gewissen Alter verpflichtet, uns in die Gesellschaft einzugliedern. Wenn diese glückliche Zeit vorbei ist, wo die Mutter sagt, toll, du kannst das, dann beginnt die Zeit, wo die Mutter zum ersten Mal sagt, nein. Also das Kind fängt an zu krabbeln, kommt der tollen Vase gefährlich nahe, möchte sie umkippen, nein. Dies darfst du nicht, nein. Jenes darfst du nicht, nein. Was alle Menschen bei Zurückweisung empfinden, ist Scham. Das heißt, das Kind beginnt jetzt Scham zu empfinden und Scham ist das, was das Gefühl von Grandiosität balanciert. Wie gesagt, es gibt diese fürchterlichen Wutanfälle, wo das Kind frustriert bemerkt, dass es nicht alles darf, nicht alles kann, dass es in eine Welt hineingeraten ist, die beginnt, ihm Grenzen zu setzen. Bei gesunden Müttern und gesunden Vätern ist es so, dass sie diese Frustration anbieten, aber milde dosiert, sodass die Würde des Kindes nicht zerstört wird. Also sie erkennen an, dass ein Kind, das zum Beispiel mit dem Löffel ins Essen patscht und das Essen über die ganze Küche spritzt, noch nicht die Kognition eines Erwachsenen hat, der antizipieren kann, was es wohl kostet, alles neu zu streichen.
Sie rasten nicht aus. Sie sagen einfach nur, nein Kind, mit dem Löffel wird nicht gepatscht. Und das nächste Mal, wenn das Kind nochmal versucht, seinen Willen durchzusetzen und mit dem Löffel zu patschen, halten sie die Hand des Kindes fest. Also sie frustrieren das Kind milde, sodass das Kind die ausgelöste Scham ertragen kann. Kind und Eltern befinden sich ungefähr in der Mitte des Kontinuums. Und das befinden sich alle gesunden Beziehungen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können jemand anders auch mal eine Frustration zumuten, weil er seine Scham so gut integriert hat, dass er dann nicht sofort zurückschlägt, fühlen wir uns ihm verbunden. Es kommt zum Gefühl von Gemeinsamkeit. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns entweder vollständig unterwerfen oder dürfen vollständig dominieren, mögen wir in der Regel die Beziehung nicht. Hier das Ganze noch einmal auf der von Porges beschriebenen Struktur des Nervensystems. Scham ist das, was den Freeze-Zustand begleitet, und Grandiosität und Stolz ist das, was den aggressiven, den überaktiven, den Sympathikus-Zustand begleitet. Warum? Wenn man ein Tier jagen möchte, das sehr viel größer und sehr viel gefährlicher ist als man selbst, braucht man schon eine ganz ordentliche Portion Grandiosität. Man braucht schon eine ganz ordentliche Portion Überlegenheitsgefühl, um sowas überhaupt beginnen zu können. Und wie ich zeigte, dafür ist ja Grandiosität gedacht. Schau mal her, was ich alles kann. Und wenn man sich eben ein ausreichendes Stück Grandiosität bewahrt, dann hat man irgendwann vielleicht den Mut, ein Mammut zu jagen, das einen beliebig leicht niedertrampeln kann. Es hat also wie üblich evolutionäre Ursachen. Die Überaktivität des Nervensystems bei Sympathikus-Überaktivierung wird durch ein zu hohes Gefühl von Stolz begleitet und die Unteraktivität geht einher mit Scham. Umgekehrt, Scham löst eine Unteraktivität, den Freeze-Zustand des Nervensystems aus. Die Wut, die die Scham abwehrt, hat also die Aufgabe, aus dem Tief der Unterwerfung der Machtlosigkeit herauszuholen und in die Höhe der Grandiosität zurückzuführen. Man möchte aus der machtlosen Position dessen, der die Scham empfinden muss oder sollte, hinauf in die Höhe der Grandiosität, das einzige Gefühl, das man ertragen kann. Was ist nun mit kranken Eltern, die entweder selbstständig im Freeze-Zustand oder selbstständig grandios sind? Es gibt Eltern, die für sich selbst nur die Machtlosigkeit wollen, die sich ihrem Kind vollkommen unterwerfen und die es niemals wagen, die ihrem Kind und seiner Grandiosität irgendwelche Grenzen zu setzen. Das sind Eltern, die unter Umständen Narzissten hervorbringen. Also das Kind wird für alles gelobt. Und die herrliche erste Phase, wo das Kind selbst für das Pinkeln in der Toilette gelobt wird, hört nie auf. Die bringen ein Kind hervor, das später glaubt, ich kann alles, es gibt keine Grenzen, ich tue alles, ich kann alle beherrschen, ich kann alle dominieren und ich kann überall meinen Willen durchsetzen. In der Regel sind das Kinder, die dann scheitern. In diesem Video beschäftigen wir uns aber mit Eltern, die das andere wollen. Die wollen ihre Kinder immer in der Machtlosigkeit und in der Scham sehen und sich selbst immer in der Grandiosität. Das heißt, das sind Eltern, die nie im Unrecht sein können. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Mutter hat versprochen, ihr Kind abzuholen, kommt eine halbe Stunde zu spät. Eine gesunde Mutter nimmt das weinende Kind in den Arm und sagt, es tut mir leid, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Das heißt, in diesem Moment akzeptiert sie die Wut und die Trauer des Kindes als angemessen. Sie bestätigt, dass Wut und Trauer des Kindes darüber, dass sie einen Fehler gemacht hat, angemessen sind, indem sie das Kind tröstet und sagt, es tut mir leid. Dann befinden sich Mutter und Kind wieder auf einer Ebene, im Kontinuum angesiedelt. Nehmen wir aber an, wir haben eine narzisstische Mutter, die eine halbe Stunde zu spät kommt, findet ihr heulendes und wütendes Kind vor der Schule und sagt als erstes, nie hast du Empathie mit mir. Ich habe so viel zu tun als Mutter und als Alleinerziehende und dann hatten wir auch noch dieses Meeting. Nie akzeptierst du mich und meine Not. Damit macht die Mutter sich zum Kind und beschämt das Kind zusätzlich für die entstandene Wut, suggeriert dem Kind, du hast keinerlei Recht auf deinen Ärger, du hast keinerlei Recht auf deine Trauer und du musst deine Aufmerksamkeit sofort weg von dir und deinen Gefühlen hin zu mir und meinen Problemen orientieren. Warum ist das Kind jedes Mal schuldig?
weil es nach eigentlich zur Empathie von Kind zur Mutter verpflichtet wäre und nicht umgekehrt. Das heißt, die Mutter, die keine Empathie geben kann, verlangt aber vom Kind, dass das Kind empathisch ist, dass das Kind in der beschämten Rolle ist. Wenn das chronisch ist, entwickeln sich Kinder, die keinerlei Grenzen setzen können und sich später alles gefallen lassen, in der Regel genauso scheitern wie die Kinder, die zu Narzissten erzogen worden sind. Narzisstische Eltern wollen für sich die Grandiosität, für das Kind die ständige Unterwerfung. Wie gesagt, sie sind selbst schamlos und kontrollieren über Machtlosigkeit und Scham. Es wird noch diskutiert, ob narzisstische Eltern, wir sprechen hier über den Archetypen, nicht über die Diagnose, selbst keine Scham empfinden können. Es gibt Psychopathen, die tatsächlich keine empfinden können. Sie sind schamlos, weil sie das Gefühl nicht fühlen können. Der weitaus häufigere Fall ist es, dass die Eltern sehr wohl Scham empfinden, sie aber sofort mit Wut abwehren. Sie können nichts zulassen, was sie in Kontakt mit einem traumatischen Schamgefühl bringt. Alle Narzissten können nur in Anführungszeichen gewinnen und wie gesagt, das müssen sie, wenn sie Scham im Opfer auflösen können. Bei Kindern geht das ganz leicht. Kinder haben nicht den kognitiven Apparat, um zu überprüfen, stimmt das, wenn Mutti sagt, keiner mag dich oder stimmt das nicht? Sie haben noch nicht die kognitiven Fähigkeiten. Sie fühlen nur das überwältigende Gefühl von Scham und empfinden damit genau die Emotionen, die die Mutter nicht fühlen will. Und sie haben auch nicht die Fähigkeit herauszufinden, dass die Mutter diese Sätze nur sagt, um das Kind von der Umgebung zu isolieren, zu sich in eine Bindung zu nehmen, aber eine Bindung ist, in der das Kind die Scham empfinden muss, die die Mutter nicht empfinden möchte. Der Unterschied ist, Erwachsene können erkennen, dass der andere Scham auslösen möchte, und zwar, weil Scham ein hemmendes Gefühl ist. Und die Lösung ist, in der Beobachterrolle bleiben, zu erkennen, dass die Scham eine dem Narzissten unangenehme Verhaltensweise hemmen soll, aber nicht darauf reagieren und möglicherweise dann das tun, was man tun möchte. Wie im letzten Video gezeigt, es sind zwar sehr viele Inhalte, aber wenn man anfängt, auf die Struktur der Sätze, die narzisstische Eltern sagen, um ihr Kind in den Schamzustand zu bringen, hört, reduziert sich das Gefühl von Überwältigung. Hier nochmal zur Wiederholung. Du bist die Ursache, du bist schuld, manifestiert sich in Sätzen wie du machst mich krank, du machst mich wütend, du bist ja auch schuld, weil in Wirklichkeit haben wir das nur getan, weil. Also die Ursache ist außen, die Wirkung ist innen. Die zweite Struktur war, ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, was du denkst oder fühlst. Du willst mich ja nur ärgern. Du willst ja gar nicht gut in der Schule sein. Du wolltest ja gar nicht, dass ich pünktlich komme und so weiter. Es wird behauptet, der Sprecher kann die Gedanken des Hörers lesen. Dann alle Aussagen. Ich weiß alles über dich, über die Zukunft. Niemand mag dich. Wir erinnern uns. Es wurden Aussagen gemacht über den sozialen Kontakt von Kindern. Niemand mag dich. Alle sagen dasselbe. Jeder denkt so. Wir hatten auch gesehen, dass diese Allaussagen immer falsch sind, weil natürlich nicht die Mutter oder der Vater mit 7 Milliarden Menschen gesprochen haben kann. Es kommt dem Narzissten auch gar nicht darauf an, etwas Richtiges zu sagen, sondern es kommt ihm darauf an, alles, was der andere sagt, zu toppen, so lange, bis der andere in der Unterwerfung ist und die Scham fühlt, die der Narzisst nicht fühlen kann und nicht fühlen möchte. Kurzum, bei den Strukturen, die ich im letzten Video gezeigt hatte, Ursache, Wirkung, Gedankenlesen, Universal- oder Allquantoren und Identitätsaussagen, negative Identitätsaussagen, geht es einem narzisstischen Elternteil immer darum, das Kind zu beschämen, um selbst keine Scham fühlen zu müssen. Wenn man also die Fragen stellt, wie genau verursache ich das oder wie genau mache ich das, kommt die narzisstische Persönlichkeit in Kontakt mit Scham und explodiert dann und wird dann unter Umständen auch schwer gewalttätig. Es ist nicht möglich, dass narzisstische Eltern zugeben, sie sind im Unrecht, weil zugeben, dass man tatsächlich vielleicht im Unrecht war,
ist immer auch mit einem Stück Scham, immer mit auch etwas Unterwerfung verbunden. Und Narzissten lehnen das grundsätzlich ab. Also es kommt bei der Fähigkeit, nicht in dem vom Elternteil oder Beziehungspartner gewünschten Schamzustand zu gehen und daher in dem Stande zu sein, bestimmte Fragen zu stellen, darauf an, wie intensiv ist die Wut, wenn der Narzisst mit sich selbst konfrontiert wird. Die nächste Struktur sind Allaussagen, da fragt man sich innerlich alles, wirklich alles, woher weiß der Sprecher das und holt sich damit selbst wieder aus dem Schamzustand zurück in einen machtvolleren psychophysiologischen Zustand. Das letzte sind Identitätsaussagen, die man mit dem Satz zurückweist, das bin ich nicht, das bin ich nicht, das bin ich nicht, selbst wenn ich mich gelegentlich so verhalten habe, das bin ich nicht. Man trennt also Verhalten und Identität. Wenn der narzisstische Elternteil sagt, du bist aber schlecht, du bist aber falsch, dann sagt man, ich habe mich vielleicht falsch verhalten, aber ich bin nicht schlecht. Und auch hier kann gelten, dass es vielleicht nur leise geht. Oder nur im Gespräch mit jemand anders, beispielsweise einem Therapeuten, weil ich bin nicht auch eben wieder eine Zurückweisung des Unterwerfungswunsches des Narzissten ist. Das war Inke Jochims. Ich freue mich auf weitere Videos in diesem Kanal und danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit.